Ja, einen schönen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite zum Vortrag der Völkerapostel Paulus, Feind oder Freund der Frauen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Uni Wien an der Katholisch-Theologischen Fakultät, gerade am Abschluss meiner Habilitationsarbeit, die sich mit dem Gottesbild im Johannesevangelium beschäftigt. Meine Dissertation war zu Jesus als Lehrer und ein Thema, das mich als Frau und Neutestamentlerin natürlich auch immer beschäftigt hat und beschäftigen wird, ist das Thema Frauen im Neuen Testament, und einen Teil daraus habe ich eben gewählt als Thema für den Vortrag heute. Ja, ich beginne mit einer kurzen Vorbemerkung und einem Ausblick, was ich Ihnen im Laufe des Vortrages ungefähr bieten werde. Grundsätzlich, auch wenn wir uns natürlich bewusst sein müssen, dass die biblischen Erzählungen in den Evangelien keine protokollarischen Berichte über Jesu Wirken im modernen historischen Sinn sind, lassen sie dennoch einiges erkennen und die biblische Überlieferung ergibt insgesamt ein schlüssiges Bild. Nämlich Jesus hatte für einen antiken Mann einen erstaunlich offenen Umgang mit Frauen, der nicht durch Distanz, sondern durch Hilfsbereitschaft und Einbeziehung in die Verkündigung geprägt war. Frauen bildeten einen wesentlichen Bestandteil der jesuanischen Bewegung und zeichneten sich besonders in den Stunden der Passion aus, die ja durch die Flucht der männlichen Anhänger gekennzeichnet war. Frauen gehören zu den ersten Zeuginnen von Jesu Auferstehung und waren, auch nach dem Zeugnis des Paulus, wie wir gleich sehen werden, von Anfang an das Bild völlig zu verzerren. Daher ist eine aufmerksame Lektüre der Texte des Neuen Testaments notwendig, gerade wenn es um die Frage nach der Bedeutung von Frauen in der Jesusbewegung und im frühen Christentum geht. Auch dem Apostel Paulus, geboren im ersten Jahrzehnt nach Christi Geburt, gestorben zwischen 64 und 68 nach, hängt hartnäckig der Ruf eines Frauenfeindes an. Ihm sei es zu verdanken, dass Frauen in der Kirche schweigen müssen. Als einzig zu Libertärer unter den Aposteln sei er Frau. Wir wollen deshalb einen genaueren Blick jetzt in der Folge auf die Aussagen des Apostels werfen, um zu einem differenzierteren Bild und Urteil in dieser Frage zu kommen. Und ich kann jetzt schon vorausschicken, die Paulusbriefe sind jedenfalls eine wichtige Quelle für die Geschichte von Frauen in den ersten urchristlichen Gemeinden. In der neutestamentlichen Forschung ist es schon lange Konsens, dass bei den Paulusbriefen zu unterscheiden ist zwischen den sogenannten echten und den unechten Paulusbriefen. Die sogenannten echten werden der erste Thessalonicher Brief, die beiden Korintherbriefe, der Galaterbrief, der Römerbrief, der Philipperbrief und der Philemonbrief. Die unechten umfassen den Kolosserbrief, den Epheserbrief, den zweiten Thessalonicher Brief und die sogenannten Pastoralbriefe, also den ersten und den zweiten Timotheusbrief und den Titusbrief.
Die sogenannten unechten Paulusbriefe sind Schreiben, die nach Paulus Tod unter Berufung auf seine Autorität Weisungen für die sich wandelnde Gemeindesituation geben wollen. Im Folgenden wollen wir uns zunächst eben mit den Frauen in den echten Paulusbriefen kurz beschäftigen und dann einen Blick werfen auf die sich im Laufe der Zeit verändernde Situation und die daraus folgenden Konsequenzen für die Frauen in den christlichen Gemeinden. Ich habe es auch schon erwähnt, eine Passage, die immer wieder zitiert wird, wenn es um Paulus und die Frauen geht, ist 1. Korinther 14, 33 bis 35, wo eben also dieses die Frau schweige in der Gemeinde vorkommt. Da heißt es, wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist, sollen die Frauen in den Versammlungen schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie etwas lernen wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen, denn es gehört sich nicht für eine Frau in der Versammlung zu reden. Dieser Satz hat eine bis heute anhaltende Wirkungsgeschichte. So forderten beispielsweise auf der in Rom tagenden Weltbischofssynode über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche im Jahr 2008, also das ist jetzt noch nicht so lange her, da forderten katholische Bischöfe unter Berufung auf gerade diese Stelle, Frauen nicht als Lektorinnen im Gottesdienst zuzulassen. Ja. Und so scheint das Urteil Frauenfeind über den Apostel Paulus festzustehen. Ich werde später noch ein bisschen näher darauf eingehen, warum es durchaus wahrscheinlich ist, dass diese Passage im 1. Korintherbrief, also in einem echten Paulusbrief, möglicherweise doch gar nicht auf Paulus selbst zurückgeht, sondern eine spätere Einfügung ist, beziehungsweise Ihnen auch eine Interpretation bieten, die davon ausgeht, dass es tatsächlich ein Paulus-Wort ist, aber eine Möglichkeit bietet, damit besser umzugehen. Aber bevor wir dazu kommen, zunächst ein genauerer Blick auf den Umgang des Apostels Paulus selbst mit Frauen. Ich möchte einen Blick mit Ihnen auf die sogenannte Grußliste in Römer 16 werfen. Die zählt nämlich in den Versen 16, 1 bis 5 insgesamt 26 Einzelpersonen auf. Da werden neben 17 Männern auch 9 bzw. 10 Frauen genannt. Nämlich neben der Briefüberbringerin Phoebe, Priska, Maria, Junia, Tryphena, Tryphosa, eine Persis, die Mutter des Rufus, Julia, die Schwester des Nereus. Die werden tatsächlich genannt. Es werden aber nicht nur Grüße an diese Frauen ausgerichtet, sondern mit den Namen, die in dieser Grußliste vorkommen, werden auch meist noch Aufgaben, Herkunft, also beispielsweise zu meinem Volk gehörend, sprich jüdisch, oder die Tätigkeit, was die Person getan hat, genannt, oder auch die Funktion, Diakonos, das wird uns gleich noch beschäftigen, oder auch das Schicksal der jeweiligen Person, beispielsweise mitgefangen, das Amt, unter Anführungszeichen muss man sagen, Apostelin, oder auch die Beziehung zu Paulus, also Geliebte oder Schwester, eben solche nahe Bezeichnungen einfach. Das heißt, wichtig ist einfach einmal, wenn man auf den Text schaut, die Frauen werden hier nicht nur aufgezählt, sondern sie werden auch als so wichtig charakterisiert, dass sie von der bzw. den römischen Gemeinden anscheinend nicht wegzudenken sind. Und ich möchte mit Ihnen jetzt auf die einzelnen Frauen noch ein bisschen einen genaueren Blick werfen. Wir beginnen mit der Phoebe, Diakonos der Gemeinde von Kenchreae, und Patrona. Phoebe, die wohl den Römerbrief nach Rom gebracht hat,
bezeichnet Paulus zunächst als Schwester und dann auch als Dienerin, Diakonos der Gemeinde von Kenchreae. Das ist der Hafenort von Korinth, wo es eben also eine große, florierende christliche Gemeinde gab. Paulus verwendet dabei bewusst den männlichen Begriff Diakonos, der auch an anderen Stellen verwendet wird, und er benutzt den auch für sich selbst. Die Bezeichnung wird außerbiblisch einfach als Titel in Gemeinden und Vereinen für verschiedene Funktionen gebraucht. Auf alle Fälle ist der oder die Diakonos Verantwortungsträger bzw. Verantwortungsträgerin in einer Körperschaft. Ohne zu übertreiben kann also gesagt werden, dass Phoebe in der Gemeinde von Kenchreae auf jeden Fall ein mitverantwortliches Mitglied in der Gemeindeleitung war. Möglicherweise war sie sogar die einzige Hauptverantwortliche, das kann man nicht sagen, aber zumindest mitverantwortliches Mitglied in der Gemeindeleitung. Zu dieser Annahme trägt dann noch ein weiterer Titel bei, den Paulus der Phoebe gibt, nämlich Paulus bezeichnet sie auch als Prostatis, also als Patrona auf Latein, wörtlich eben als Vorsteherin. Diese Bezeichnung hat einen juristischen Inhalt und Hintergrund und kennzeichnet eben einen Patron bzw. eine Patrona, das heißt eine Person, die Ausländerinnen und Ausländer, Sklaven und Sklavinnen und andere, die sich eben in einer Gemeinschaft schwer taten, einfach Beistand gewährt hat, diese Leute unter seinen oder ihren Schutz genommen hat, für diese bürgte und ihnen auch eine gewisse Lebensgrundlage in der Gemeinde oder im Verein zur Verfügung gestellt hat. Und Paulus sagt auch von sich selbst, dass er auf den Schutz und die Fürsprache von dieser Frau eben angewiesen war. Also die hat eine hohe Position, diese Phoebe, die den Brief für Paulus dann nach Rom bringt. In Römer 16,3 spricht Paulus dann ausdrücklich von seinen Mitarbeitern. Da den Begriff Mitarbeiter verwendet er sonst beispielsweise für Titus und Timotheus. Hier im Römerbrief gebraucht er ihn für das Ehepaar Priska und Aquila, die dem Text nach für den Apostel sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Auffällig ist, dass Paulus dabei den Namen der Frau, also Priska, immer zuerst nennt. Bevor wir uns aber mit Priska dezidiert beschäftigen, muss noch eine Vorbemerkung gemacht werden, denn Paulus war zur Abfassung des Römerbriefes ja selbst noch nie in Rom. Die Gemeinde von Rom hat er ja nicht gegründet, sondern er schreibt den Brief, um sich dort vorzustellen. Das heißt, es stellt sich die Frage, woher kennt er denn all die Leute, die er grüßen lässt? Die einzig mögliche Antwort darauf lautet, er hat sie bereits irgendwo anders kennengelernt. Und das lässt sich gerade anhand von Priska und Aquila relativ gut erklären. In der Apostelgeschichte von Lukas bekommen wir nämlich über dieses Ehepaar weitere Informationen. Nach der Geschichte oder Erzählung der Apostelgeschichte sind die beiden aus Rom, von wo sie im Jahr 49 aufgrund des Claudius-Edikts flüchteten, nach Korinth gekommen, und dort blühte ihr Geschäft, weil sie waren nämlich wie Paulus auch Zeltmacher. So dürften sich die auch kennengelernt haben, und Priska und Aquila dürften dem Paulus in Korinth eben auch Arbeit und Unterkunft angeboten haben und dürften ihn dann auch in seiner Missionsarbeit unterstützt haben. Denn nicht zufällig nennt er die beiden eben seine Mitarbeiter in Christus Jesus. Mit dem Begriff Mitarbeiter bezeichnet Paulus durchwegs Personen,
die wie er in der Verkündigung des Evangeliums tätig waren. Es handelt sich also nicht einfach nur um Gehilfen oder Diener des Paulus, sondern tatsächlich um Mitmissionare, modern gesagt einfach um gleichberechtigte Arbeitskollegen und Kolleginnen, muss man sagen. An Priska ist zu erkennen, dass die Evangeliumsverkündigung nicht nur Männersache war. Das hat einen durchaus auch praktischen Grund in der Antike. Männer haben prinzipiell keinen Zutritt zum internen Bereich eines Hauses, der eben den Frauen des Hauses vorbehalten blieb. Das heißt, beide, Priska und Aquila, waren also wohl wichtig für die Missions- und Gemeindearbeit. Kaum bezweifelt werden kann, dass sowohl Priska als auch Aquila enge Arbeitskollegen des Paulus waren und gut über seine Theologie informiert waren. Mit Beginn der Regierungszeit von Kaiser Nero kehrte dieses Ehepaar offenbar wieder nach Rom zurück und gliederte sich dort wieder in die quasi zurückkehrende und weiter wachsende Gemeinde ein und konnte eben dort auch Leitungsfunktion und Verantwortung übernehmen und war dann sicherlich in der Lage, dort auch also Paulus vorzustellen, weil sie ihn persönlich kannten. Auffällig ist, dass Priska eben nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen, wo das Ehepaar vorkommt, eben gegen jede antike Gepflogenheit vor ihrem Ehemann Aquila genannt wird. Das lässt den vorsichtigen Schluss zu, dass sie wohl eine noch bedeutendere Rolle in der Gemeinde hatte als ihr Mann. Also das kann man nicht definitiv sagen, aber es ist einfach so unüblich, dass bei einem Ehepaar die Frau vor dem Mann genannt wird und das aber eben also nicht nur hier bei Paulus im Römerbrief vorkommt, sondern auch an den anderen neutestamentlichen Stellen, dass man da eben also durchaus vorsichtig sagen kann, also möglicherweise war sie da wirklich die Wichtigere von dem Ehepaar. Und nicht außer Acht lassen sollte man zusätzlich noch die Bemerkung, dass Priska und Aquila für Paulus ihr Leben riskiert haben. In dem Sinn wird man die Wendung verstehen dürfen, also dass sie ihren Hals hingehalten haben, dass die wirklich also einiges aufs Spiel gesetzt haben, um Paulus auch tatsächlich zu unterstützen. Ja, mit Andronikos und Junia begegnet uns dann höchstwahrscheinlich ein weiteres missionierendes judenchristliches Ehepaar. Wir wissen aus 1 Korinther 9,5, dass es durchaus üblich war, dass missionierende Ehepaare unterwegs waren. Also da schreibt Paulus darüber, dass er durchaus auch eben das Recht hätte, das zu machen, aber er eben also keine Frau hat. Und daraus lässt sich schließen, dass das einfach ja üblich war, dass missionierende Ehepaare miteinander unterwegs waren. Paulus bezeichnet die beiden, das heißt dezidiert auch Junia, als hoch angesehene Apostel der frühesten Zeit, die schon vor ihm selbst zur christlichen Gemeinde gehörten. Das heißt also, die waren offenbar also schon länger Christin und Christ als Paulus selbst. Ja, vielleicht wissen Sie das, was für ein Schicksal die Junia erlitten hat. Sie wurde nämlich seit dem Mittelalter in der kirchlichen Tradition als Mann gesehen, weil man sich eine Frau als Apostelin einfach nicht vorstellen konnte. Aus Junia wurde ein Junias, ohne dass dabei eben im Mittelalter bedacht wurde, dass sich der Männername, also der griechische Männername Junias in der gesamten Antike nirgendwo nachweisen lässt. Der weibliche Name Junia hingegen häufig zu finden ist. Die griechischen Kirchenväter in der Antike hatten als griechische Muttersprachler allerdings noch keine Probleme, den Namen weiblich zu verstehen und sind damit Zeugen für Junia als weibliche Apostelin. Und so schreibt beispielsweise der durchaus berühmte und wichtige Johannes Chrysostomos:
Ein Apostel zu sein ist etwas Großes, aber hervorragend unter den Aposteln. Bedenke, welch wunderbares Loblied das ist. Sie waren hervorragend aufgrund ihrer Arbeit und ihrer rechtschaffenen Taten. Wie groß muss doch die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig gefunden wurde. Ja, also das heißt schon etwas. Ja, mittlerweile also ist es ja zumindest in der neuen Einheitsübersetzung so, dass die Junia wieder zu ihrem Recht gekommen ist und also sie da tatsächlich als Junia steht und nicht mehr als Junias. Dabei ist insgesamt, wie wir bereits am Beispiel von Priska und Aquila gesehen haben, ist es keineswegs so, dass die Frauen eben nur stille Begleiterinnen bei der Mission ihrer Männer waren. Sie hatten wie ihre Partner eben Anteil an der missionarischen Tätigkeit und der apostolischen Autorität. Junia wird von Paulus ja sogar als herausragend unter den Aposteln beschrieben und das wird eben, also wie man sieht in der Kirchenvätertradition, auch weitergeführt und durchaus anerkannt. Also die hatten selbst auch noch keine Probleme damit, eine Frau in so einer Position zu sehen. Die beiden waren offenbar ebenfalls mit Paulus in Gefangenschaft, das wird erwähnt, und das lässt zudem auch auf das Engagement und die Unerschrockenheit der beiden in ihrer Evangeliumsverkündigung schließen. Ja, wir kommen zu den Schwerstarbeiterinnen für die Gemeinde. Frauen mühen sich für die Missionsarbeit. Das wird eben von Maria, Tryphena, Tryphosa und Persis gesagt. Dieser Ausdruck, sich abmühen, der also von der ursprünglichen Wortbedeutung einfach tägliche harte Arbeit meint, wird an mehreren Stellen eben auch von Paulus selbst für seine Missionsarbeit verwendet. Das heißt, es wäre hier, wenn er das für diese vier Frauen sagt im Römerbrief, absolut falsch, diesen Ausdruck einfach auf harte Haushaltsarbeit zu beschränken. Es weist darauf hin, dass diese Frauen eben tatsächlich auch in der Gemeindearbeit tätig waren, dass sie Missionsarbeit gemacht haben. Das heißt, dieser Ausdruck, sich abmühen, der da eben also für diese Frauen verwendet wird, zeigt auch, weil Paulus den Ausdruck ja auch für sich selbst und seine Arbeit verwendet, dass er diese Frauen also auf einer Ebene in der Missionsarbeit stehend einfach betrachtet. Er sieht sie als gleichwertig, sie kämpfen quasi mit ihm, wie er das für andere Frauen im Philipperbrief sagt, mit ihm fürs Evangelium, kann man sagen. Das heißt, ja, der Blick auf diese Grußliste, zumindest dieser kurze Blick, der macht schon deutlich, dass Frauen in den paulinischen Gemeinden einfach Verantwortung für die Ausbreitung des Evangeliums und das Leben der Gemeinde getragen haben und dass sie vom Apostel Paulus als, ja, selbstverständlich einfach als gleichwertige Mitarbeiterinnen angesehen wurden. Eine Spitzenaussage, die Ihnen vielleicht auch bekannt ist, der paulinischen Theologie insgesamt, ist die Aussage im Galaterbrief, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus. In der Praxis zeigt sich dann allerdings, dass Paulus diese theologische Spitzenaussage in der Realität seiner Gemeinden nicht ganz durchgehalten hat. Bei der Diskussion der Frage, ob Frauen im Gottesdienst prophetisch reden dürfen, in 1 Korinther 11, ich habe Ihnen hier den ganzen Text auch zum Mitlesen, wenn Sie wollen, auf die Folie gegeben,
klingt der Apostel dann ganz anders. Zwar bejaht er die Frage grundsätzlich, dass die Frauen prophetisch reden dürfen, also das wird nicht verboten, das lehnt er auch nicht ab, verlangt aber von den Frauen dabei, dass sie ihr Haupt bedecken. Das ist also von der Interpretation her auch keine ganz leichte Stelle. Und da gibt es dann Aussagen wie, der Mann ist das Haupt der Frau oder der Mann wurde auch nicht für die Frau erschaffen, sondern die Frau für den Mann. Doch im weiteren Verlauf merkt man, dass Paulus mit seiner eigenen Argumentation dann sehr unzufrieden wird, wenn er fortfährt, und das ist dann ab Vers 11, doch im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann, noch den Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann stammt, so kommt der Mann durch die Frau zur Welt. Alles aber stammt von Gott. Urteilt selber, gehört es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für den Mann eine Schande, für die Frau aber eine Ehre ist, lange Haare zu tragen? Denn der Frau ist das Haar als Hülle gegeben, wenn aber einer meint, er müsse darüber streiten, wir und auch die Gemeinden Gottes kennen einen solchen Brauch nicht. Ja, da wird einfach deutlich, dass er offenbar einfach auch mit den antiken Konventionen, die Frau und Mann betreffen, einfach auch ja, hadert und zu tun hat. Wichtig ist an der Stelle einfach grundsätzlich, dass den Frauen das prophetische Reden nicht abgesprochen wird, dass er das nicht verbietet, sondern dass es einfach um das quasi grundsätzliche Verhalten als Mann und Frau im Gottesdienst geht und dass es da offenbar irgendwie eben also für Männer nicht gut ist, wenn sie lange Haare sich wachsen lassen, für Frauen aber es üblich ist, lange Haare zu haben und die aber irgendwie zu bedecken. Und da steht möglicherweise im Hintergrund, dass sich Frauen aufgrund von Galater 3,28, dass es eben weder Mann noch Frau gibt, möglicherweise die Haare geschoren haben und das einfach ja sehr auffällig war und es darüber Ärgernis gegeben hat. Also insgesamt wird, also man könnte jetzt natürlich noch viel mehr Texte anschauen, aber wir haben ja eine Zeiteinschränkung. Insgesamt wird deutlich, dass wenn man sich die echten Paulus-Texte anschaut, Paulus kein Frauenfeind war und für ihn die Teilhabe von Frauen in Gottesdienst, Verkündigung und Verantwortung für die Gemeinden einfach eine Selbstverständlichkeit war. Dass sich das im Laufe der weiteren Kirchengeschichte nach ihm schon geändert hat, zeigt jetzt dann ein Blick auf die Deuteropaulinen und die Pastoralbriefe. Da ändert sich das dann schon ein bisschen, weil da eben in den sogenannten Haustafeln, den Zeugnissen der zweiten Generation, die Sklaven aufgefordert werden, ihren Herren zu gehorchen und genauso auch die Frauen und Kinder aufgefordert werden, den Männern bzw. dem Hausherrn zu gehorchen. Ich habe Ihnen hier die ältere der beiden Haustafeln mitgebracht, die aus dem Kolosserbrief. Dort heißt es, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht in einem augenfälligen Dienst, um Menschen zu gefallen, sondern in der Aufrichtigkeit des Herzens. Fürchtet den Herrn. Tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Ihr wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet. Dient Christus dem Herrn. Denn wer Unrecht tut, wird zurückbekommen, was er an Unrecht getan hat, ohne Ansehen der Person. Und jetzt kommt's, das also unterscheidet das von herkömmlichen Haustafeln. Ihr Herrn, gebt den Sklaven, was recht und billig ist. Ihr wisst, dass auch ihr im Himmel einen Herrn habt. Diese Haustafeln entstanden vermutlich aufgrund der großen Bedeutung, die gerade Häuser für die Existenz und Entfaltung der ersten christlichen Gemeinden hatten.
Das Haus ist nach dem antiken Verständnis eine komplexe Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von Familienangehörigen im engen und weiteren Sinn. Das heißt, Hausbesitzer, der Patron mit seiner Ehefrau, den Kindern, eventuell weitere Verwandte und eben die Sklaven und Sklavinnen oder auch Freigelassene. Da die Naherwartung, die die ersten Christen, also auch Paulus selbst, prägte, dann allmählich abnahm, lag es nahe, die Ordnung und Führung eines Hauswesens unter den Ansprüchen des christlichen Gedankengutes zu reflektieren und auch zu formulieren. Die Haustafeln im Kolosser- und Epheserbrief greifen dazu auf das bereits im 4. vorchristlichen Jahrhundert entwickelte Konzept der Oikonomik, das heißt der Ordnung des Hauses, zurück und modifizieren das aufgrund der christlichen Glaubens- und Gemeindeerfahrung. Nicht mehr der Patriarch, also der Hausherr allein ist der Adressat, sondern eben auch die Frau, Kinder und die Sklavinnen und Sklaven werden angesprochen. An alle ergehen verbindliche Mahnungen und auch die traditionelle Souveränität des Hausherrn wird eben eingeschränkt, da alle Haushaltsmitglieder durch ihre Bindung an den einen Herrn Jesus Christus charakterisiert werden. Wir müssen festhalten, dass die Erfahrung in den ersten Gemeinden, die ja eine wirklich funktionale Gleichstellung von Männern und Frauen praktiziert haben, in der zweiten Generation für die soziale Ordnung der christlichen Häuser dann schon nicht mehr vollständig zum Tragen kam, weil eben trotzdem also der Hausherr ja immer noch als der Oberste wieder gilt. Es wird eben selbstverständlich der Hausherr als Leiter des Hauses angesprochen und dadurch wird eben deutlich, dass die christlichen Gemeinden sich mehr und mehr eben wieder an die patriarchale Struktur der Gesamtgesellschaft angepasst haben. Weitere Veränderungen gibt es dann in der dritten Generation, eben bei den Pastoralbriefen. Diese drei Briefe, also die zwei Timotheusbriefe und der Titusbrief, die haben eine doppelte Intention, das muss man einfach auch wissen, nämlich zum einen nach innen sollen die christlichen Gemeinden immun werden gegen jedwede Irrlehrer und nach außen soll die Akzeptanz durch die heidnische Gesellschaft gestärkt werden. Also das muss man einfach, wenn man diese Texte liest, auch wissen und im Hinterkopf haben. Das Bemühen aufzuzeigen, dass das gesamtgesellschaftliche und das christliche Ethos durchaus zusammenpassen und übereinstimmen, ist beim Lesen von den Pastoralbriefen ganz deutlich spürbar. Daraus ergab sich dann aber auch die folgenschwere Weichenstellung für die Position und Funktion von Frauen in der christlichen Gemeinde. Die Struktur der Gemeinde, also jetzt nicht nur mehr des jeweiligen christlichen Hauses, sondern tatsächlich die Struktur der kompletten Gemeinde, wurde an die des christlichen Hauses angepasst. Das heißt, in der dritten Generation wird die zu Zeiten des Paulus selbst übliche charismatische Gemeindeleitung aus Frauen und Männern, die gleichberechtigt waren, durch eine unter Anführungszeichen amtliche Gemeindeleitung abgelöst. Die Gemeinde wurde als Haushalt Gottes verstanden, die nun von einer einzigen Person, einem Mann, wie es eben also dem Haushalt auch entspricht, geführt wurde. Und bezeichnend sind dann beispielsweise solche Aussagen, wie in 1 Timotheus 2 zu finden sind. Eine Frau soll sich still und in voller Unterordnung belehren lassen. Dass eine Frau lehrt, erlaube ich nicht. Auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht. Sie soll sich still verhalten, denn zuerst wurde Adam erschaffen, danach Eva. Und nicht Adam wurde verführt, sondern die Frau ließ sich verführen und übertrat das Gebot. Sie wird aber dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn diese in Glaube, Liebe und Heiligkeit ein besonnenes Leben führen. Ja, diese Aussage unterscheidet sich deutlich von solchen in den Erstpaulinen
wo Paulus selbst in seiner Adam-Christus-Typologie noch deutlich gemacht hat, dass die Sünde durch Adam in die Welt gekommen ist, aber nicht durch seine Frau oder eine Frau. Was aber ist eben der Grund für diesen so ganz anderen Zugang, besonders in den Pastoralbriefen? Die Briefe antworten ja auf die neuen Herausforderungen, denen sich die Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts in der ja vorwiegend heidnischen Umwelt einfach gegenüber sahen. Sie sind besonders um Stabilität und Anerkennung eben auch durch diese heidnische Umwelt bemüht. Und zu dieser herrschenden sozialen Ordnung gehörte eben auch das Rollenverständnis für Frauen, das eben ja von der Unterordnung unter den Hausvater und der Beschränkung des Wirkungskreises auf das Innere des Hauses gekennzeichnet war. Und diese Rückbesinnung auf die herrschende soziale Ordnung erfolgt in den Pastoralbriefen eben unter der ausdrücklichen Berufung auf den Apostel Paulus selbst, der zu seiner Zeit aber ein ganz anderes Rollenverständnis praktizieren konnte. So können wir hier jetzt auch noch anmerken, dass dieses skizzierte Konzept der Pastoralbriefe das problematische Textstück 1 Korinther 14, eben also mit dem die Frau schweige in der Gemeinde, das sich eben in den echten Paulusbriefen findet, durchaus eben mit diesem ja, Konzept der Pastoralbriefe in Deckung bringen lässt. Und es liegt der Verdacht sehr nahe, dass es sich dabei eben um eine nachpaulinische Einfügung im Sinne der Intention der Pastoralbriefe handelt. Das ist eine mögliche Erklärung, um diesen schwierigen Text im echten Paulusbrief zu verstehen. Eine andere Möglichkeit, die ich persönlich eigentlich auch ganz gut und bedenkenswert finde, hat der Innsbrucker Neutestamentler Martin Hasitschka gebracht. Er interpretiert den Abschnitt tatsächlich als echten Paulustext und sieht den Vers 35, nämlich wenn sie etwas lernen wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen, als Schlüssel der gesamten Aussage. Nach ihm handle es sich hier um ein fragendes Reden, etwa nach dem Sinn einer durchaus auch von Frauen gesprochenen Prophetie im Gottesdienst, das dann aber im Rahmen einer Gemeindefeier, wenn da quasi Liturgie am Laufen ist, einfach gestört hätte. Und er hält fest, wie die Anweisung bezüglich der Kopfbedeckung der Frauen in 1 Korinther 11 steht auch das Schweigegebot im Kontext der damaligen gesellschaftlichen und kulturellen Situation und der eingeschränkten, untergeordneten Rolle der Frau im öffentlichen Leben. Ein Brauch und das Empfinden dafür, was gestattet, was schicklich und unschicklich ist, ist nicht, und das finde ich durchaus bedenkenswert, nicht zeitlos gültig, sondern grundsätzlich wandelbar. Also damit kann man durchaus auch mit diesem schwierigen Text in 1 Korinther 14 als echten Paulustext auch noch einmal umgehen. Ja, ich komme zum Schluss. Die echten Paulusbriefe bieten jedenfalls ein Bild der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei der Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, bei der Evangeliumsverkündigung und generell in der Missionsarbeit. Das heißt, die Spielräume für Frauen werden, wie wir gesehen haben, von Paulus sich hinterher entwickelnd, also in der zweiten und dritten Generation, aber immer kleiner. Grundsätzlich ist auf jeden Fall festzuhalten, dass Paulus selbst kein Frauenfeind war. Er steht damit durchaus in der jesuanischen Tradition, der, also wenn man Jesus als den Stifter des Christentums ansieht, der für einen Mann seiner Zeit einen erstaunlich unbefangenen Umgang mit Frauen hatte, dann steht Paulus selbst auch in dieser Tradition, wenn man ihn als jetzt dann
Begründer des Christentums ansieht, war er ebenfalls kein Frauenfeind, sondern respektierte Frauen als gleichwertige Mitarbeiterinnen für das Evangelium. Und erst die Anpassung der christlichen Gemeinden an die Konventionen der patriarchal strukturierten antiken Gesellschaft führte dann zunächst zu Einschränkungen der Leitungs- und Verkündigungstätigkeit der Frauen in den Gemeinden und schließlich zur gänzlichen Verdrängung der Frauen aus der Gemeindeleitung und Evangeliumsverkündigung. Und das ist bekanntermaßen ein Faktum, das die katholische Kirche in weiten Teilen bis heute immer noch prägt, aber mit dem biblischen Befund jedenfalls nicht erklärbar ist. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, stehe ich gerne noch zur Verfügung. Ja, das macht Hoffnung. Ja. Ja. Wie war das damals, sind Frauen auch mit dem Schiff gereist? Weil das war ja auch furchtbar aufregend und abenteuerliche ja. Reise. Ne? Ja, also wenn man da die Vögel denkt, also dass die da nach Rom, von Korinth nach Rom ist. Also da muss sie auf jeden Fall ein Schiff genutzt haben, weil also der Landweg war ja, da, also eher. Ja, ja. Hat genau. Und gefährlich, das war Ja, und also weiß nicht, ob Sie selbst auch schon einmal in der Ägäis auf Urlaub waren, aber also ich war mit also meinem Mann vor Jahren auch dort und wir haben so Inselhüpfen gemacht und wir hatten dann einmal einen leichten Sturm, aber seitdem, also ja, habe ich Respekt vor dem, was man da in der Apostelgeschichte von Paulus und also auch in seinen Briefen lesen kann, was da an Schiffbruch erlitten wurde. Ja, ja, aber also die Phoebe hat das sicher gemacht und auch eben also Prisca und Aquila waren mit dem Schiff unterwegs, auch die Junia und der Andronikos werden das haben. Genau, ja. Aber also da haben tatsächlich auch Frauen einiges auf sich genommen, um eben also Missionsarbeit zu leisten. Und das war offensichtlich eben in der ersten Generation einfach ja, normal. Und der Paulus hat das tatsächlich auch respektiert und das war ja also normal, dass Frauen und Männer da das gleiche Schicksal hatten und eben auch tatsächlich die gleichen Positionen hatten. Und das ist da eben eine ja, zumindest funktionale Gleichwertigkeit auf der christlichen Missions- und Gemeindearbeit gegeben hat. Ja. Und am Schiff hatten Sie wahrscheinlich Jesus am besten mehr im Auge, weil der Herrscher auf des Wassers war. Und ja, Sie hatten sicher Vertrauen, Gottvertrauen. Auf jeden Fall, ja. Sich auch berufen, ne? Ja, und da nimmt man das dann also auch auf sich, also vor allem, wenn man den zweiten Korintherbrief liest, da beschreibt der Paulus also ja auch seine Leiden, wie oft er nicht Schiffbruch erlitten hat, wie oft er unter Räuber gefallen ist und so weiter im Gefängnis. Und das betrifft also diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in gewisser Weise auf jeden Fall auch. Also die haben entweder mit ihm das Gleiche erlebt oder eben also auf andere Weise sicher auch also solche Mühen und Drangsale erlitten, ja. Ja, leider ist ja vieles, wie soll ich sagen, was wir heute gerne wüssten, haben wir natürlich auch geschrieben, weil das ja sehr wichtig war. Ja. Es ist ja ums Evangelium gegangen und um die Verbreitung. Ja. Aber nicht jetzt gewisse Sachen, warum war es nicht verheiratet war, angeblich war er klein und schier und ich weiß nicht, warum er das wollte und das geschlossen hat, weiß ich nicht. Ja. Aber so diese Details halt. Ne, ja. Ja, also in meinen Kursen sage ich dann immer, also wenn es um solche Dinge geht, ich hätte so gerne eine Zeitmaschine und ja, würde gerne mal wieder dabei, um einfach da ja tatsächlich das auch irgendwo ein bisschen miterleben zu können. Ja. Ja,
Na, heute geht es ja um das Diakonat, nicht, der Frau. Und wir auch also mit einem Priester gesprochen. Ja, und das ist ja die Vorstufe zum Priestertum, was ja ein Amt ist auch, neben der Weihe. Ja? Aber es ist ein Amt. Ne? Ja, und da hätte man ein Problem, weil das ja die Vorstufe zum Priestertum ist und Priesterinnen, das geht gar nicht. Und die Nachfolge Jesu, weil Jesu ein Mann war und so weiter. Ja. Das ist die Argumentation. Ne? Ja. Aber das ist eben also die kirchliche Argumentation in den lehramtlichen Dokumenten, wo man eben vom biblischen Befund her sagen muss, also ja, da könnte man durchaus auch anders argumentieren. Ja. Und wird zum Teil ja auch gemacht und gerade also der synodale Weg lässt da durchaus hoffen, aber man wird sehen, also was... Ja. Ja. Ergibt ein Bild, ein gewisses. Ne? Ja, und man wird sehen, also was also die Zukunft da tatsächlich bringt. Ja. Ja. Ich denke, man sollte beim synodalen Weg wirklich das Schwergewicht darauf legen, dass wir gemeinsam gehen. Ja. Und nicht das, was danach rauskommen wird. Ja. Genau. Das wird uns verändern. Ja. Ja. Ich meine, man darf trotz allem nicht vergessen, also das sage ich jetzt auch bewusst als Frau, wenn sich das Christentum damals, also so um das erste Jahrhundert, nicht zurückbesonnen hätte, also auf die quasi gesamtgesellschaftlichen Konventionen, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob das Christentum als Christentum so überlebt hätte. Also man muss das auch von dieser Seite sehen, wenn man eben also nur so eine ja, quasi ganz andere Gesellschaft geblieben wäre, ob man dann so einen großen Zuspruch behalten hätte, dass das Christentum über 2000 Jahre weiterlebt und immer noch weiterlebt, das also muss man durchaus auch eben einfach im Mitbedenken, denke ich. Genau, ja. Aber es ist eben also genau das, was eben also der Martin Hasitschka da sagt, also was schicklich oder unschicklich ist, was sich gehört, was sich nicht gehört, was zu einer Zeit eben passend ist oder nicht passend, das ist einfach nicht in Stein gemeißelt. Und das ist eben etwas, denke ich, wo man eben, genau, also und auch die Kirche entwickelt sich einfach. Genau, und genau, wir gehen weiter und wir werden sehen, was der Weg bringt. Und ja, die Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftler werden ihr Mögliches tun, was Positives beizutragen.